Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Planet Coaster. Ja. Machen wir eine Karriere. Das ist mein cooler Avatar übrigens. Szenario, meine Parks. Ich habe gestern mal kurz die Herausforderung angespielt. Das war schon lustig. Machen wir mal Karriere. Das wird jetzt, glaube ich, auch so ein unendlich Let's Play, habe ich so das Gefühl. Anfänger. Neues Szenario starten. Ich weiß, dass ich das unter Finanzen ändern kann. Ich habe das gestern mal ganz kurz ausprobiert und ja. Mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich habe mir jetzt halt ungefähr 4 bis 5 Stunden Zeit genommen, um dieses Spiel aufzunehmen oder Gesamtheit aufzunehmen. Das heißt, das wird ein lustiger Vormittag. Ich bin extra aufgestanden, obwohl ich Langschleifer bin, okay? Boah, Ladebildschirme, geilste Sache der Welt. Premium Pass, mhm. Kannst du fertig laden? Bitte lade fertig. Es war sehr interessant, als ich versucht habe, gestern dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Weil mein Computer da scheinbar einen zu schlechten Grafiktreiber hatte. Aber ich bin ja so ein Computergenie, ich habe einfach meinen Grafiktreiber aktualisiert. Cool. Ich krieg wieder Errungenschaftsfortschritte. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, ich kann die Standardfarben ändern. Wir sind ja jetzt so ein Piratendings, das heißt, wir machen alles nach Piratenmotto. Voll cool. Oh, Piratenschlacht. Ahoi, du Landratte. Und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht von über Bord, wenn du diesen Kracher von Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, werde zu einem Publikumsmagneten und unterhalte Gäste mit Seemanns Garn und allem drum und dran. Cool, also was muss ich machen? Ziele? Ziehe 800 Gäste an und baue 2 beliebte Fahrgeschäfte. Okay, 800 Leute. Die Steuerung war, glaube ich, ein bisschen interessant, soweit ich das jetzt von gestern noch in Erinnerung habe. Ja. Ich habe noch nie irgendwas so gesteuert. Wo ist denn überhaupt der Eingang? Wo kommen diese... Hä? Kommen die nicht irgendwie in meinen Park? Wo kommt ihr denn alle her? Ihr könnt ja dann auch nicht mehr raus, wenn ihr nicht reinkommt. Ah, ich glaube, hier kommen die ganzen Leute rein. Ist ja irgendwie so... Ja, ich glaube, die kommen hier rein und ja. Okay. Und wir haben nur so eine kleine Area. Gott, wie soll ich denn hier irgendwas Geiles bauen? Ja. Wir bauen das erste so ein kleines, so eine kleine Attraktion bauen wir. Und zwar bauen wir irgendwas Heftiges, was Cooles. Am besten was, wo alle Werte grün sind, wenn es geht. Sieht halt alles sehr beschissen aus. Haben wir irgendwas mit Wusches Spaß Grünes? Hä? Als ob die nur beschissene Fahrgeschäfte hier haben. Dann bauen wir das da. Bauen wir das mal. Ach ja, auf Y stellt man das jetzt wieder um. Die Steuerung ist für mich noch ein bisschen... Oh, ja, ich habe diese Zusatzinhalte nicht. Ich möchte keine Zusatzinhalte, okay. Dann bauen wir Instanti. Gut, dann den Eingang, den machen wir am besten hier vorne. Ja, machen wir... Ich möchte hier gerne den Eingang hinmachen. Können wir nämlich eine längere Schlange machen. Und hier verbinden wir das Ganze gleich mit dem Weg. Ist er dann hier? Ich habe festgestellt, man braucht sehr lange Warteschlangen. Dann wieder um die Ecke. Weil die Warteschlangen sind sofort voll. So. Cool, wir haben die Stufe Bronze erreicht.
Ist das schon mal was? Ziele ansehen. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch 800 Fahrgäste. Das ganze Ding können wir starten. Wir haben aber nur 18 Szenerie. Das müssen wir jetzt erhöhen. Und Finanzen. Wir schrauben das ganze Ding gleich mal auf den 8 Euro. Muss sich doch lohnen. Och, da kommen schon die Mengen. Szenerie. So, was gibt's denn da Schönes? Lade bitte. Warum hängt das gerade? Ich mag es nicht, wenn Dinge hängen. So, jetzt. Ja. Ich möchte am liebsten so Requisiten. Oh, so ein schießender Pirat hier hin. Muss immer schön seine Wartestangen dekorieren, dass Leute reinkommen. Ich hätte gern alles nach Piratenmotto. So ein kleines Holzfass. Ein Lagerfeuer. Einfach mal so ein random Feuer hin. So ein Pirat, vielleicht so an den Eingang oder hier so einfach so hin, so ein Pirat. So, ey, komm rein. Was haben wir da noch so? Der Piratenausguck. Mal dahin. So ein Steuerrad vielleicht. Huch, wo ist das denn? Nee, ich möchte kein Steuerrad haben. Eine Piratenkapelle. Huch, die ist ein bisschen groß. Aber ich glaube, die bringt viel. So, eine wunderschöne Piratenkapelle haben wir. Das ist noch eine Schatztruhe daneben. Fahrt mit meiner Bahn. Ein sitzender Pirat. Hey, der macht doch nichts anderes als dieser Ausguck. Okay, der sitzt einfach mal auf dieser Schatztruhe dort oben. Beobachte diese Band. So, wie viel Prozent haben wir? 67, ein bisschen geht noch. Mit Freizeitparks kenne ich mich übrigens voll gut aus, weil ich war ein paar Mal in Europa-Park. Und ein paar Mal heißt ein paar Mal sehr oft. Eine Kugelfischstatue. Wir brauchen den Kugelfisch. Also ich war, glaube ich, insgesamt 11 Mal in Europa-Park oder 10? 11 Mal, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall mehr als einmal. Was gibt's hier noch? Ein wütender, schießender Pirat. Ja, der schießt hier die Menge. Hier noch so ein Franzose daneben. Ein untätiger Pirat, der chillt so daneben. Das ist so die Piratencrew. Huch, wir haben einen Stern. Ja, cool, weiter. Hier so ein Bewässerungsgerät noch so, der wo alle nass spritzt, auch im Winter. Vielleicht noch so ein Maschinen da, so. Und wo können wir den hinbauen? Nirgends. Ist zu groß, es tut mir leid, du kannst leider nicht marschieren. Oh, ein explodierendes Fass. Hier vorne ist das alle erschrecken. Ich glaube, ein bisschen brauchen wir noch so ein Tentakel einfach mal, weil wir sind. Das ist ein großes Tentakel, das kaufen wir uns nicht. Spezialeffekte. Das ist ein Feuerwerk. Ganz viel Feuerwerk und so. Oh, da kann man sogar Sachen in die Luft. Süß. Explosion. Hier, wir brauchen ganz viel Explosion in unserer Warteschlange. Und Wasser brauchen wir. Ganz viel Wasser. Weil wir sind ja bei den Piraten. Und Lasereinschlag. Huch. Ich glaube, ich baue eine Wasserbahn. Das ist voll cool, was man alles machen kann. Eine Staubwolke. Bauen wir einfach mal so in dieses Dings da rein. Noch ein Feuerwerk. Brauchen wir noch irgendwas? Vielleicht Audio, so ein bisschen Musik, so. Für die People, die hier anstehen. Die ganze Schlange ist voll. Ich habe extra eine lange Schlange gebaut. Ich hätte die einfach nur geradeaus runterbauen können.
100% gut, dann erhöhen wir den Preis. 8,50. Nee, machen wir gleich 9. Wir kommen noch bei 9 Euro. Du kommst bei 9 Euro. 9,50. Und hier sagen wir gleich mal voll besetzt, weil wenn der nur halb besetzt ist und dann losfährt, ist auch scheiße. Ihr bewegt euch mal ein bisschen. 10. Kommen die noch bei 10 Euro rein? Kommt da noch jemand rein? Das ist jetzt die Frage. Wollen die einfach nicht rein oder finden die das zu teuer? Nee, die kommen noch rein, dann 10,50. Es ist wichtig, den richtigen Preis zu finden. Alter, das macht voll Minus. Oh, wir sind schon über der Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.